macht einen blöd. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon, Ellie. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Arbeitet weiter! Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll! Sprich nicht so laut. Dankeschön! Es wird alles gut. Vielen Dank, Sam. Heißt jemand, ihr seid gleich tot! Mit der Einstellung verdienst du dir noch eine Nacht in der Grube. Somebody must be after him. Not a copper in sight to stop him. Ganz ruhig. Alles wird gut. Das war sehr nett.
Gibt es Neuigkeiten? Hier, Boss! Bleib wachsam, ja? Brauchten Sie das, Chef? Danke. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Was soll ich denn getan haben? Du hast Geld von Leuten genommen, die dir keinen Schilling schulden. Ja, ich und die Hälfte der Reichen in der ganzen Stadt. Wirst du die auch noch entführen? Vielleicht. Aber mit dir fange ich an. Hilfe! Hilfe! Verpiss dich! Hilfe! Hilfe! Gut so, Mädchen. Langsamer! Weiter, Mädchen. Sachte! Lauf schön weiter. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Auf geht's. Braves Mädchen. Komm schon, Mädchen. So ist's recht. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist.
ich dir die Beine breche. Du frecher Hund, warte nur, bis ich da bin. Nur etwa ein Dutzend, Sir. Exzellent. Bald sind alle Breit versorgen und bis auf die Zähne bewaffnet. Keine Pure in Sicht. Missgeschicke. So kurz. Oh!
Zeit für ungeziefer. Pass lieber auf, das ist ein Blitzschleifer. Ja, alles gut. Wenn du weitermachst, kriegst du meine... Klinker sein. Ein guter Anfang. Stone Cold Dead. Ich kann ihn kaum verfehlen. Oh, was rennt ihr denn da? Ich dachte, du hast mehr drauf. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit deinen Mätzchen. Scheiße, dich in Stücke! Scheinen sich für meinen Boss zu interessieren, Mr. Fry. Oh, Interesse ist untertrieben. Aber Sie reichen fürs Erste. Wie Sie meinen. Pass bloß auf, dass du nicht stolperst und dir den Hals brichst, Constable. Meine Seite. Was soll ich denn machen? Gibt es Neuigkeiten? Ich glaube, du hast mich geschossen. Er schied dir recht. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Ah, was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute.
Mr. Rexford Kaylock akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Kein Kaylock. Auch egal. Greift an! Ist aber ein Zug. Das ist doch auch was. Kaylock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt! Willkommen bei den Rooks.